Das Problem der Menge. Vorgetragen von Green World Facts TV. Vorbei ist es mit der alten Ruhe. Umweltprobleme nehmen zu. Wir können sie nicht schlittern lassen. Wir müssen uns damit befassen. Das Artensterben muss uns schrecken. Ozonschicht kann uns nicht mehr bedecken. Das Gleichgewicht mit der Natur, das bleibt für uns ein Fernsehen nur. Die Meere sind bald leergefischt. Alte Lasten bringt der Abfallmist. Atommüll stellt uns viele Fragen, niemand will Langzeitlager haben. Der Feinstaub kratzt in unseren Lungen, Ozon ist auch schon eingedrungen. Der Klimawandel bringt Orkane, es steigen an die Ozeane. Ressourcen sind nicht erneuerbare, gezählt sind die Verfügungsjahre. Recycling ist zum Teil nicht möglich, das sehen wir beim Abfall täglich. Der Mangel an trinkbarem Wasser wird vielerorts immer krasser. Die Wüsten schreiten ständig weiter, wird denn die Menschheit nie gescheiter? Gefährdet sind die Regenwälder, man braucht das Land für Sojafelder. Durch CO2, die Forschung spricht, verlieren Meere das Gleichgewicht. Und wie entstand dann die Misere? Gestattet, dass ich es erkläre und zeige eines Weges Spur zum Gleichgewicht mit der Natur. Einst waren in der Erde Schoß Land, Wasser, Luft unendlich groß. An Umwelt dachte man noch nicht, noch hatten Menschen kein Gewicht. Doch Fortschritt brachte dann in Schwung den Anstieg der Bevölkerung. Enorm stark ist gestiegen auch der menschliche Pro-Kopf-Verbrauch. Pro-Kopf-Verbrauch und Anzahl Menschen, es gilt beides mit Kraft zu bremsen. Sogar ein Reduziergebot täte in vielen Ländern Not. Denn das ist leider unser Los, die Welt ist nicht unendlich groß. Darum achte, dass man's nicht verdränge und einbezieht's Problem der Menge. Die Bevölkerungszahl der Erde nimmt täglich zu. Doch ist unser Platz auf der Erde nur begrenzt. Je mehr Menschen auf der Erde, desto mehr Umweltzerstörung gibt es. Das hat das Gedicht sehr gut rübergebracht. Also wirklich ein sehr gelungenes Gedicht. Und nun freue ich mich auf morgen, denn das Gedicht in Türchen 20 ist wieder der Hammer.